Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zock mit einer neuen Folge City Skylines. Hier jetzt von unserem neuen Industriegebiet mit dem Hafenanschluss, der Polizeiwache und auch der Feuerwehr da vorne. Und da macht sich dann auch unser Containerschiff, was heißt unser Containerschiff ja nicht. Es hat hier nur bei uns einmal kurz angelegt. Ja, es gab ein paar nette Kommentare. Vor allem auch recht ausführliche. Also dafür Dankeschön, das kam unerwartet. Aber dafür sehr informativ. Ich muss gestehen, ich habe die eine Mod jetzt noch nicht installiert. Und werde das dann auch mal ausprobieren. Man kann nämlich die Straße hier von diesem Hafen wohl entkoppeln. Und dann könnten wir das Ganze als Einbahnstraße hier auch durchleiten. Wobei ich jetzt erstmal gucken würde, wie sich das Ganze jetzt hier so entwickelt. Aber prinzipiell würde ich schon mal davon ausgehen, mit einer Einbahnstraße, dann haben wir hier die auf der rechten Seite gehen halt zum Hafen, die auf der linken Seite fahren hier zum Bahnhof hin. Und dann passt das Ganze schon. Wobei der Bahnhof, glaube ich, noch nicht mal angeschlossen ist. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, hier hinten hören die Gleise auf. Und hier vorne hören die Gleise dann auf. Das wäre also auch noch etwas, was wir jetzt noch mal erledigen müssen. Und dann gab es noch einen sehr, sehr guten Kommentar zu unserer Problemkreuzung am Gewerbegebiet zwischen Eckhorst und Neusee, ist das, glaube ich. Nebelsee, nee, Nebelsee war ja das erste, Neusee müsste das sein, genau. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich muss gestehen, ich musste diesen Kommentar mehrfach lesen. So beim ersten Durchlesen hatte ich nicht alles verstanden, was gemeint war. Aber wenn man denn da einmal langsam durchgeht, dann kommt man doch dahinter, was gemeint ist. Und ich bin gespannt, was ich umsetze, wie ich es umsetze, ob es ungefähr so in die Richtung geht, wie das vom Kommentarschreiber vorgeschlagen wurde. Weil, also ich sag mal so, ich habe ja irgendwas da verstanden. Und das klingt für mich schon ziemlich gut. Und da müssen wir dann mal schauen, ob es denn auch das ist, was gemeint war. Ich suche jetzt gerade hier die Eisenbahn. Genau. Hatten wir hier nicht irgendwo diesen doppelten? Genau. Oh, das war die falsche Taste. Auf der Tastatur verrutscht. So, wir möchten nämlich hier hinten das Ganze ja anpassen. Dass wir die doppelte Gleisanzahl haben, dass wir quasi unseren internen Cargofluss vom Hafen hierhin nur haben und dass er noch der Anschluss auch an die externe Zuglinie. Was haben wir hier nochmal? Kein Platz mehr. Ja, dann macht doch leer, daneben ist doch so ein Verbrennungsofen. Dann haut hier wieder raus. Müssen wir nur so ein bisschen beobachten. Ja. Okay. Apropos beobachten, was ist denn da schon wieder los? Wir haben hier zahlreiche Häuser ohne Strom. Natürlich wieder in Eckhorst. Warum auch nicht? Ich reiß die Stadt nochmal irgendwann ab hier. Da kommt ein Meteorit rein und dann haben wir da einen schönen Krater. Dann können wir da einen See machen. Naherholungsgebiet und dann ist die Stadt hier weg. Was ist denn da schon wieder los? Hatten wir hier nicht erst letztens wieder was hingesetzt? Hier unten noch. Okay, wahrscheinlich produzieren die doch weniger. Ja, sind es nur 13 Megawatt. Ja gut, und das rechnet sich dann natürlich auch zusammen, wenn wir da einige von haben. Das liefert, was es liefern soll. Was hätten wir hier? Können wir maximal 8, aber hinten bringt das ja mal gar nichts. So, wo können wir denn hier was Schönes hinsetzen? Hier oben könnten wir noch welche draufpacken.
Aber es ist außerhalb der Stadtgrenze. Genau, hier haben wir schon die Grenze. Na, sehr ärgerlich. Okay. Ja, ein Solarkraftwerk ist natürlich auch... Also wir könnten es bauen. Aber wie viel bringt es in der Nacht? Fragen über Fragen. Wir könnten es ja ausprobieren. Für 80.000, wie viel haben wir? Ja, komm, das ist ja hier geschenkt quasi. Wenn wir das hier hinsetzen. Welche Straße ist das? Das ist hier Richtung Industriegebiet. Ja, und da ist eigentlich auch alles mit verbunden. Hinten könnten wir... Aber jetzt, doch, wir setzen das hier oben hin. Und gucken mal, was das jetzt bringt. In der Nacht wahrscheinlich nichts. Dafür am Tag denn ganz viel. Muss ich laufen lassen. Hat auch 112 Megawatt auch in der Nacht. Nicht genug Wasser. Ja, daran... Ach, das ist doch nicht wahr. Aber daran soll es ja nicht scheitern. Strom, wie es ja selber produzieren. Hoffentlich. Ja, Wasser haben wir auch noch. Genügend, achso ja, genau. Wasserverfügbarkeit, also Wasserpumpen, was wir hier klären. Das ist dann schon soweit ganz gut. Ja, sollte da hinten wieder Strom ankommen. Sieht auch wieder ganz gut aus. Okay, zurück zum eigentlichen Thema. Ja, da haben wir hier unten am Bahnhof. Dazu gehen wir einmal kurz in den Pausenmodus. Ja, ich möchte ganz gerne das erstmal abreißen. Und diese Schiene hier auch. Denn wir bauen uns jetzt den Bahnhof hier hin. Ja, rutschen auch bis weiter nach hinten mit dem Bahnhof. Und können dann jetzt diese Strecke... Ort ist bereits belegt. Naja, wenn du meinst. Hier unten fangen wir da an. Na, es ist noch so schön. Will er nicht, kann er nicht. Was ist denn da los? Ort ist bereits belegt. Wie kann ich denn jetzt hier die... Aha, nee, so geht's auch nicht. Sag mal. Gefälle zu steil, ja, du bist auch zu steil. Aha. Ja, ziehen wir ein bisschen gerade raus. Das eben funktioniert. Dann gehen wir hier rein. Und hier gehen wir auch halbwegs. Ja, können wir hier so lang. Genau. Und dann... Ja, lass uns mal mit dem hier weiterbauen. Dann haben wir nämlich immer auch etwas besser angeschlossen, das Ganze. Dann können wir hier noch halbwegs... Ja, trennen, aber doch, wir trennen hier schon uns ein bisschen von der anderen Strecke. Wir müssen jetzt nur überlegen, wie wollen wir denn jetzt hier reinkommen. Wir müssen jetzt hier halt hier irgendwie rüber, an dieser Stelle. Da können wir doch eigentlich relativ frei hier so schön rüberschwingen. Hier entlang.
vorne wäre dann der Anschluss. Sähe das denn gut aus? Vom Bogen her? Jo, geht, ne? Nehmen wir das doch so. Ja. Dann können wir hier in den Bahnhof herein. Ja, von hier könnten wir jetzt hier so rüberziehen. Bringt das uns etwas? Na, ich glaube nicht. So, aber hier fehlt uns noch Strom, weil wir hier noch nichts gebaut haben und nichts zugelassen haben. Sollen die hier auch mal bauen? Dann wird der Strom mich hier einfach überspringen. Okay, gleich fangen sie auch wieder an. Ich meine, ab 7 Uhr fangen sie an zu bauen, also insofern. Die paar Minuten haltet ihr auch noch ohne Strom aus. Gut, was haben wir hier? Eine Überschwemmung. Jetzt nicht mehr. Was war denn hier los? Ja, man weiß es nicht. Okay. Ja, müssen wir hier nur schauen. Hier ist natürlich jetzt auch relativ viel Verkehr. Auf diese Straße ist gekommen. Das wird dann sicherlich die nächste Aktion sein, dass wir den hier, diesen Verkehr nicht komplett hier durch Neusee durchleiten. Oder vielleicht doch, dann aber hier dementsprechend vielleicht mit einer breiteren Straße. Aber da müssen wir nochmal schauen. Und das hier wird jetzt nochmal umgebaut. Das Ganze. Kann man ein bisschen schneller laufen lassen, mit da hinten wenigstens auch mal. Ah gut, ist hier oben der Strom weg. Haben sie offensichtlich Strom bekommen. Da ist es die Idee, hieraus einen riesigen Kreisel zu bauen. So zumindest, wie ich das verstanden habe. Und die Idee finde ich auch gar nicht so verkehrt. Denn wir hatten beim letzten Mal ja gesehen, ich habe ja hier extra in der Mitte noch diese Insel reingebaut. Und habe den verboten, hier nach links abzubiegen, dass diese Zufahrt hier, die wir gemacht haben, diese Umfahrung, dass sie auch genutzt wird, um hier links abzubiegen, um dann hier hinten weiter Richtung Eckhorst bzw. ins Industriegebiet reinzukommen. Und jetzt heißt es, entweder fahren die doch wieder hinten rum und fahren hier alle geradeaus und wollen dann da runter, oder die fahren natürlich hier unnötigerweise einmal durchs Industriegebiet durch, um dann hier unten links abbiegen zu können. Und wenn wir das Ganze jetzt so umbauen, dass das hier ein schöner Kreisel wird, dann sieht das nicht nur schön aus, sondern ist sicherlich auch noch vom Verkehrsfluss her angenehmer, weil hier unten auch die Ampel einfach wegfallen würde, ne? Das wäre natürlich auch, wir hätten hier auch keine Linksabbieger mehr, wir hätten keinen kreuzenden Verkehr mehr, so gut wie nicht. Im Kreisel kann es halt noch vorkommen, beim Spurwechsel, aber ansonsten. Und das Ganze würde ich einfach mal im Pausenmodus bauen. Ja. Fangen wir an. So. Die Gleise müssen auch einmal, gut, die gehen bis hier hinweg, dann ist das hier noch der gerade Teil. Genau, nehmen wir die auch bis da vorne weg. Hier ist die. Hier haben wir schon keine Straße mehr. Okay, etwas großzügiger einmal wegreißen und dann schauen, was wir da machen wollen. So, und dies müssten wir dann auch erstmal wegnehmen. Weil ich das ein bisschen anders denn dahin leiten möchte. Ja. Oha, ob ich das wieder alles zusammenkriege. Oder zumindest so zusammenbekomme, wie ich es haben möchte, das weiß ich noch nicht. Aber wir werden es sehen. Genau, die Straße suche ich hier eigentlich. Die ist auch nur 50 km/h. Oder ist dann halt die Innerortstraße. Die auch nur. Welche haben wir denn hier? Ist die nicht schneller? Auch nur 50.
Na gut, müssen wir es halt nochmal nachträglich dann irgendwie anpassen. Genau, hier könnten wir. Die haben wir da. Passen wir mal so an. Denn was anderes brauchen wir gleich nicht. Ja, abweisen ist natürlich doof, wenn es da die Polizei dran steht. Okay, gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir es erstmal überhaupt vorstelle. Dann sollten wir zuerst einmal mit der Straße hier weiterbauen. Wo waren wir denn hier stehen geblieben? Okay, das kommt von da. Hier sind wir. Okay, ja, genügend Platz sollten wir hier haben. Da bin ich jetzt guter Dinge. So, 9 Meter, aber... Achso, wir müssen hier einmal die Brücke haben, genau. Hier haben wir hier unten die Schienen liegen. Wir bleiben einfach mal auf der Höhe hier von 9 Metern. Dann passt das nämlich soweit ganz gut. Das sehen wir ja auch hier, das passt gerade so mit den Schienen. Jetzt das Ganze hier wieder soweit aufschütten. Auch auf 9 Metern. Ja, eigentlich möchte ich hier, dass wir in diese Flucht hier reinkommen. So grob. Brauchen wir aber nachher nur noch die schmale Straße an der Stelle. Sind wir hier auf 9 Meter? Ja, ne? Da sind wir auf 9 Meter. Obwohl, wir müssten hier, glaube ich, höher kommen. Die bauen wir hier gleich zum Schluss. Die können wir noch ein bisschen nach unten legen, die Straße. Das wäre nicht so verkehrt. Obwohl, dann können wir die auch jetzt schon bauen. Fangen wir mit der nämlich hier an. Ist das auch diese Straße hier? Jo, ist er. Dann gehen wir auf minus 6. Ah, nee, minus 3 reicht. Und hier einfach erstmal soweit gerade durch. Sind wir jetzt hier tiefer? Ich hoffe es doch. Okay. Gucken wir gleich mal. So, erstmal bis hier hin. Doch, wir liegen hier so ein bisschen tiefer. Das ist schon mal gut. Dann ganz wichtig, nee, nicht das da. Nur keine Straßenbahn. Wir möchten ganz gerne die Gleise hier auch einfach nur gerade erstmal verlegen. Das Ganze aber auch nach unten hin. Und hier einfach von hier aus und durchaus hier wieder nach oben bauend. Das sollte ausreichend sein. Ja. Dann geht es mit der Straße hier weiter. Ich hoffe, ich kriege das in dieser Folge alles soweit noch wieder zusammen. Dass wir hier nicht mittendrin stehen bleiben, das wäre natürlich doof. Hier waren wir auf einer Höhe von 9 Metern. Okay, weiter als hier geht das nicht. Dann gehen wir hier nochmal mal. Wir gehen jetzt hier ein bisschen langsamer nach oben. 1 Meter Schritten nur. Gehen wir, es sind 3 Meter, 4 Meter müssten das eigentlich, müsste reichen, hoffentlich. Das Ganze natürlich als Brücke bauen. Und dann können wir hier doch schon die zweispurige einfach machen. Ja, das wird hier auch nochmal eng werden, dann müssen wir auch nochmal anders, vielleicht ein bisschen anders bauen.
Ja, schauen wir mal, was irgendwie hier so hinhaut. Bis hierhin kommen wir. Und dann bis hierhin. Wie sieht denn das aus, wenn wir das jetzt hier... Reicht das von der Höhe? Ne, es reicht nicht, das ist doch zu niedrig. Schade. Ja, aber nicht tragisch. Dann gehen wir hier doch in 3 Meter Schritten hoch und dann gehen wir einfach auf 15, dann ist das passend. Bis hier. Das ziehen wir erst ein bisschen hindurch. Och nö, ist ja auch nicht, dass das auch nicht geht. Gehen wir mal hier auf. Ja, 6 Meter kommen wir hier durch. Geht es von der Höhe heraus? Ja, brauchbar. Außer die Laterne, die da oben drin steht, aber. Okay. Müssen wir da auf die 6 Meter kommen. Natürlich schon eine kleine Herausforderung. Na okay. Denn der Kreisel soll auf der 6 Meter Höhe liegen. Nee, ich würde gerne hier unten drunter anfangen. Nee, nicht da. Kommt hier auch nicht rüber, ne? Ort ist bereits belegt. Okay, müssen wir doch diesen hier. Brücke hier wegnehmen, müssen wir anders machen. Kommt die Brücke zum Schluss darüber. Machen wir das anders. Wir brauchen aber jetzt hier erstmal die hier nur. Wo sind wir denn hier, wenn wir hier so... Da hinten wäre der volle Abstand. Ja, ist auch so weit weg. Ja, es soll ja auch halbwegs ein Kreis werden, das Ganze. Sich hier noch dichter ran. Ja, so hat er runtergebaut, ja, super. Das ist nicht der Plan gewesen. Bringt mir das irgendwas? Nö. Absolut gar nichts. Dann reißen wir das hier auch erstmal wieder ab, die tiefer gelegte Straße. Dann bauen wir zuerst einfach die... Oh, das Brückenelement mehr oder weniger, wenn hier erst die Mitte ist. Was das Flackern ist, keine Ahnung. Ich hoffe, man sieht es im Video nicht so sehr, aber wahrscheinlich wird man es auch da sehen. Das mit irgendeiner Mod zusammenhängt. Hm.
Ich muss doch hier oben anfangen, glaube ich. Wenn das... Ja. Hier nochmal die. So. Ja, nicht auf minus... Baut hinten ist gerade auch minus 3. Nein. Wir wollten auf 6 Meter Höhe bauen. Und auch minus 3, ne? Genau. Na super, genau. Ja, das ist auch eher schlecht angefangen. Fangen wir doch einfach auf der anderen Seite der Bahn an und gucken, ob wir hier irgendwie halbwegs... Ja, da kommen wir auch nicht rüber über die Bahn. Die gerade auch mal weg. Ich glaube, dichter an die Bahn ran können wir nicht. Oder? Na so. Aha, wird hoffentlich nicht funktionieren. Da haben wir wahrscheinlich gerade mehr ein Ei als ein Kreisverkehr, aber... Genau, den hat man hier unten noch. Noch das Stückchen Gleis. Och, das ist auch noch im Wege, ich werde narrisch. Ja. Okay. Okay. Relativ groß geworden, aber... Ja, und nicht ganz rund. Na. Ja. Okay. Im ersten Kreis in der Größe bin ich erstmal ganz zufrieden. Dann möchte ich hier eine Straße auf, die jetzt schon durchlegen, ja, auf minus 3 von hier aus durchlegen. Ach, geht offensichtlich nicht. Ja, muss ich das Ganze neben dem Pfeiler machen. Ja, passt mit den Gleisen aber auch noch. Ist dann okay, wenn wir die dann hier durchziehen. Gucken, dass der Abstand halbwegs gleich ist. Ja, nehmen wir das so. Das Ganze wird aber, wenn... Ja, das können wir gleich noch richtig machen, was das für Straßen werden sollen. Dann können wir erstmal wieder die Schiene zusammen schustern. Genau, auf minus 3, aber wenn es geht doch... Nein, es geht nicht. So, warum geht denn das jetzt nicht? Komme ich da hin? Ja, da komme ich hin. Aber hier darf ich auch nicht lang. Da ist schon wieder so ein bescheidener Pfeiler im Weg. Ja, ist er. Hm. Gut, dann machen wir dieses... Das Ansnappen da noch aus. Ey. War das noch... Double Down Snapping, genau. Na, guck mal an. So geht es dann doch. Dann legen wir das hier so schön entlang. Entschuldigung. So. Ähm,
So, da hat die gerade einen kleinen Frosch im Hals. Jetzt ist wieder alles soweit gut. Hoffentlich. Aber jetzt mal hier so leicht rüber gehen. Ah, da können wir aber schon mal runter. Auf die 3 Meter, die wir nach unten müssen. Um dann hier reinzukommen. Ja. Ja, ist natürlich auch jetzt eher ungeschickt, dass wir hier noch so rauskommen. Vielleicht geht das aber auch schon leicht gebogen. Müssen wir einfach mal schauen. Wenn wir dann schon nach oben gehen, dann... Okay, ran kommen wir noch nicht. Aber wir können zumindest so leicht gebogen in diese Richtung gehen. Und dann bis hierhin gehen. Wenn wir dann uns hier oben anschließen wollen, dann geht das auch. Ob das denn gut aussieht, ist die andere Frage. Aber... Ich glaube soweit schon, ne? Ah. Okay, das hier mit den Oberleitungen ist eher eng. Ja. Nee. Das machen wir nochmal neu. Da gehen wir nochmal einfach ein bisschen weiter nach unten. Dann bin ich auch nochmal weg. Da sollte es aber reichen, wenn wir auf 4 Meter runtergehen. Sind wir nicht ganz auf einer Höhe mit der Straße. Sollte aber hoffentlich klappen. Jetzt gucken wir erstmal direkt, ob das hier auch passt. Ja, die kommen doch jetzt unten drunter durch. Die Oberleitung, der Fahrdraht, dann passt das. Dann können wir von hier aus jetzt das Ganze so machen. Hier schon ein bisschen wieder in die Richtung ziehen. Dass wir hier hinkommen. Und uns dann hier anschließen. Gucken wir mal. Ja, das sieht doch gut aus. Das passt. Müssen wir nur auf der Seite hier den Anschluss hinbekommen. Wo sind wir stehen geblieben? Hier hinten. Und müssen... So. Gehen wir hier schon mal runter. Auf 4 Meter. Und so diesen Anschluss dahin bekommen. Ja. Okay. Weiter mit den Straßen. Ich sehe schon, das wird heute eine etwas längere Folge oder wir machen daraus 2 Folgen. Das werde ich dann mal schauen. Ja, wir könnten die Autobahnauffahrt nutzen. Ansonsten habe ich halt hier nur eher die innerorts. Da sieht man es so nicht. Wollen wir die hier haben als Zubringer? Oder eher die. Oh, wir nehmen die hier. Obwohl, hier haben wir ja auch ein Gehweg drauf. Wozu auch immer. Haben wir hier auch. Ja, dann bleiben wir doch bei der hier. Okay. Und jetzt geht's daran, dass wir hier mal schauen, wie wir das Ganze am besten aufteilen. Hier oben, hier, wenn wir hier irgendwo rausgehen. So, können wir hier mal wieder was anmachen. Wir könnten quasi von hier aus hier geht es dann noch gerade. Geht es dann gerade rüber. Wollen wir denn hier rausgehen? Von hier aus kämen wir dann aber. Ja. Von hier kommen müssten wir hier irgendwo rein. Dann können wir hier raus.
Irgendwie so hier, ne? Und warum jetzt? Okay, hat sich das ganze Ding hier verschoben? Ist das noch mehr zum Ei geworden? Ach, ist das Kacke. Ja, komm, gehen wir hier wieder raus. Versuchen wir hier nochmal rauszugehen. Wir sind doch hier auf. Ja, warum ist denn jetzt nicht auf 0 Meter gegangen? Waren wir nicht eben auf. Etwas mehr. Boah, wenn wir hier so rausgehen wollen. Warum kann ich mir jetzt die Höhe hier nicht mehr einstellen? Okay, es geht nur bei der hier. Die andere können wir wahrscheinlich nur nutzen, wenn wir das. Ah ja. Na gut, dann hat sie das gerade erledigt. Dann müssen wir die hier nehmen. Weil die andere uns keine Möglichkeit bietet, dass wir hier. Nee, machen wir hier. Dass wir hier mit der Brücke rauskommen. So, gehen wir jetzt hier doch irgendwie so halbwegs in die Richtung mal raus. Ja, genau. Mit der Brücke und dann lasse ich das da an. Können wir gleich nochmal richtig ziehen, wenn wir das hier so haben möchten. Oder wie wir das dann haben möchten. Sind auch irgendwo. Ah ja, wird immer mehr zum Ei, aber. Kenne ich aus meiner Region auch. Wir haben hier auch einen. Ja, einen sogar ampelgeregelten Kreisverkehr, der. Eher wie ein Ei aussieht. Eine Birne, wie auch immer. Auf jeden Fall hat das mit Rund nichts mehr zu tun. So. Dann müssten wir eigentlich, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Nee. Ja gut, da müssen wir halt so irgendwie reinkommen und das vielleicht noch ein bisschen verschieben. Das nicht ganz so, wie ich das haben möchte, das hier relativ dicht zusammen. Hier eine Ausfahrt und müsste grob. Boah, ja, so sein, so Pi mal Daumen. Irgendwie hier raus. Das andere wäre dann hier so. Ja, jetzt hier noch herauszukommen ist natürlich jetzt auch wieder. Nicht ganz so einfach, nehmen wir die jetzt mal weg und verschieben die vielleicht noch, weil wir hier nur kleine Verwerfung haben, weil drüben reingehen. Jetzt werde ich mal gucken. Man liegt wahrscheinlich auch eher an der Schiene da unten drunter. Jetzt hier nicht so schön rauskommen. Ja. Und den jetzt hier so rausziehen, das Ganze. Und hier. Quasi so. Also Richtungen stimmen natürlich jetzt nicht, aber die passen wir gleich noch an. Machen wir hier. Wo waren wir hier? Bei minus 3 Metern. Ja doch, guck mal. Geht ja auch so. Dann können wir hier hoffentlich. Ja genau, ist auch kein Pfeiler mehr. Jetzt hier noch einer. Nö, da ist auch keiner. Guck mal, dann können wir doch das doch anders machen. Dann können wir die Straße doch einfach hier ganz normal. Achso, die brauchen wir gar nicht. Wir wollen hier auch mit
mit so einer durch oder ach guck mal, hier haben wir auch noch mal eine. Ja, guck mal an. Ja, dann weiß ich schon gleich, welche Straßen wir da oben nehmen. Die hier nehmen wir erstmal hier unten drunter. Also auf 3 Meter. Gerade. Von hier aus. Und dann geht es hier irgendwie so durch. Guck mal, sieht ja schon ganz gut aus. Dann hätten wir die hier. Ja, die haben wir denn. Ja, hier bräuchten wir eigentlich die dreispurige hier vorne in dem Bereich. Und dreispurige und haben die vierspurige. Wenn wir direkt raus können. Oder halt auf die hier kommen. Na, hier können wir es so nicht mehr bauen. Hier geht das auch nicht. Ist alles nicht so gut. Ich habe so das Gefühl, ich baue in der falschen Reihenfolge. Wie sieht die denn da aus? Okay, auch interessant. Aber die gibt es halt nicht richtig als dreispurige, oder? Nö, 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 nö. Ja, da gäbe es um die richtige Autobahn dann. Ja, okay. Wir sind leider nicht ganz fertig geworden. Sonst wird mir die Folge zu lang. Ich muss sie auch noch rendern. Denn ich nehme eher kurz vor knapp auf. Ich danke fürs Zusehen. Wir sind zwar jetzt hier mitten im Bau, aber ja, so ein kleiner Cliffhanger für nächstes Mal, ob dieser Kreisel hier fertig wird, ob ich nochmal komplett abreiße und nochmal komplett anders baue. Wir werden es sehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.